So, herzlich willkommen zum Interview mit Kai Bodamer, dem Mitgründer von iLive, dem größten Mikro-Apartment-Betreiber in Deutschland. Ihr baut richtig viele Immobilien, habt schon sehr viel mitgemacht. Und alle beschweren sich ja gerade im Bauträgerbereich über verschiedene Sachen, die wir alle kennen, Zinsen, Baukosten und so weiter. Jetzt wollen wir mal über ein paar lustige Stories reden, die euch so widerfahren sind in der letzten Zeit. Erzähl mal, was war da in Berlin los bei eurer eure Baustelle? Mein grundsätzlich, du hast ja recht oder so. Im Moment gibt es wenig lustige Dinge zu erzählen und das wirst du wahrscheinlich auch in vielen Interviews mitkriegen und so. Ne? Aber manchmal widerfahren einem Dinge, die jetzt im Nachgang lustig sind, aber in dem Moment, wo sie passieren, dann wirklich echt krass sind. Ne? Ja. Also wirklich ein absoluter Wahnsinn ist ein Beispiel in Berlin. In Berlin haben wir ziemlich genau vor einem Jahr eine Apartmentanlage übergeben mit 240 Apartments. Welcher Stadtteil war das? Das war Neukölln am Tempelhofer Feld, also Top-Lage, eine Top-Immobilie, wunderschön. Und da waren wir auch in Zeit, haben am 1. März dann übergeben und haben aber gemerkt, also ein halbes Jahr vorher hatten wir immer noch keine Genehmigung für den Schmutzwasseranschluss. Also das heißt, wir brauchen eigentlich, das ist so, den Schmutzwasseranschluss vom Grundstück bis die Straße, die 3 Meter, da brauchen wir eine Genehmigung. Über den Gehweg quasi. Über den Gehweg, ja. Oder brauchen wir eine Sperrgenehmigung. Das ist ein deutschlandweit ein DIN A4-Blatt mit einem Stempel bekommen wir in einem Tag. Ne? Ja. Wir hatten dann irgendwo das Problem in Berlin, dass wir diese Genehmigung nicht hatten. Der ausführende Unternehmer wollte das nicht tun ohne diese Genehmigung. Und wir haben dann maximal versucht, diese Genehmigung zu bekommen. Meine Mitarbeiter waren mehrfach auf dem Amt. Also es war dann so, dass wir diese Sperrgenehmigung nicht bekommen haben oder so, weil sich kein Beamter dafür zuständig fühlte. Ja. Wir haben dann wirklich an den Bezirksbürgermeister, an den regierenden Bürgermeister geschrieben in Berlin, dass wenn das stattfindet, dass da 42 Parteien einziehen, es so sein wird, dass die, wenn die auf die Toilette oder duschen gehen, dass das geht sprichwörtlich einfach innerhalb kurzer Zeit die Scheiße auf die Straße läuft. Ne? Wir haben wirklich versucht, wir haben 70 Termine auf dem Bauamt gehabt, mehrere Briefe geschrieben und es ist nicht passiert. Ne? Da hatten wir auch wirklich keine Chance mehr, das rückgängig zu machen, weil die Leute haben ihren Mietvertrag unterschrieben, die sind dann alle eingezogen. Ne? Ja. Und das Bauamt hat sich nicht bewegt, ne? Auch mit den ganzen Androhungen von uns, dass wir das dann publik machen einfach, und so. Ja, ja, wir brauchen es einfach. Und was war dann so? Und dann haben wir natürlich medienwirksam 50 orange Dixi-Klos anliefern lassen. RTL Nacht war dabei, ja, mit Kamerateam. Und dann war das so, dann haben wir dann kurz vor Bezug 50 Dixi-Klos aufgestellt und Ende des Tages war dann so, die Leute sind eingezogen, ja, und haben dann auf das Dixi-Klo müssen. Und wo haben sie geduscht? Gar nicht. Das hat, also, ja, es war einfach nicht möglich. Ja. Okay. Und faktisch, es hat dann hat es dann einen Tag gedauert, dann hatten wir diese Genehmigung und dann hat man dann noch eine Woche gebraucht, bis wir einen Anschluss gemacht haben. Aber ohne Presse, ohne Fernsehen hätten wir das nicht gehabt. Und es war auch den Baubeamten war das egal. Das ist echt krass oder so. Ich meine, mit der Maßgabe, dass man ein komplettes Haus bezieht mit 52 Einheiten, ne, und dass dieses Haus, ein neues Haus, keinen Anschluss hat, ne, keinen Schmutzwasseranschluss. Ja. Das hat niemand interessiert, bei mir niemand. Ne? Und Sie müssen sich vorstellen, was für ein Image-Schaden das Ganze ist. Da ziehen Expats aus der ganzen Welt ein. Da waren Amerikaner, Franzosen, Inder, Chinesen, lauter Fachleute, ja, die viel Geld zahlen für die Wohnung, weil es sind neue Wohnungen, sind nicht billig, die in Berlin arbeiten. Man sucht diese Arbeitskräfte und dann müssen die ein neues Objekt einziehen und können nicht auf die Toilette. Das war dann im März. Das war Habt Winter, ihr dann nicht? Frischwasser abgestellt und so? Bitte? Frischwasser abgestellt Nein, und so? Nein, das haben wir nicht. Wir haben natürlich den Leute, wir haben einen Facility Manager, der da macht. Wir haben natürlich die Leute gesagt, oh, Jungs, also ihr müsst halt leider jetzt zu schnell diesen Anschluss geht, ja, solange er nicht da ist, müsst ihr leider auf die Toiletten. Ne? Und es ist so passiert und wie gesagt, nach diesem Fernsehbericht kam dann einen Tag später, hat man dann die Genehmigung, die Stadt Berlin hat sich dann noch rausgeredet, es hätte irgendwas gefehlt, ja, also das irgendwas gefehlt, hätte man ihn innerhalb von einem Tag gebracht. Ja, klar. Und das ist echt krass und das ist Deutschland. Ja? Und die Mitarbeiter haben, jeder hat die Schuld auf den anderen geschoben, hat gesagt, der ist krank, der hat Corona und ich bin nicht zuständig und überhaupt und es also leider und das ist in Berlin natürlich am krassesten in allen Städten, ja, und da verliert man als Bauträger richtig Lust. Also ich habe jetzt in Berlin 1000 Wohnungen gebaut und ich überlege mir, ob ich nochmal in Berlin dort ein Objekt umsetzen werde, ne? Weil es ist so anstrengend, es kostet so viel Energie, zu viel Kraft oder so, es kostet auch so viel Geld, ja, weil diese Inkompetenz dieser Behörden manchmal so eklatant ist. Und dann
überlegt man sich, wenn man mehrere Optionen hat, dann baut man halt dann, wenn die Option woanders besser ist, dann nehme ich die andere Option. Ne? Ja. Und dann halt gerade in Stadt zu Berlin, wo extreme Wohnungsnot ist, gerade die sollten agieren. Aber da ist man als Bauträger, ist man da eher als Feind gesehen oder so. Ne? Und das ist echt, macht dann auch keinen Spaß mehr. Ne? Aber der hat auch keiner das Wasser laufen mal lassen oder so? Gab es keine Probleme dann? Doch, es gab natürlich Probleme. Natürlich, ja klar, das ist übergelaufen. Es war dann aber alles handelbar. Wir waren gut vorbereitet. Aber es ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass man dann Dixi-Klos aufstellen muss beim Einbau. Ja, klar. Ja? Naja. Deutschland, haben die auch 2023. Das ist brutal. Haben die Mieter sich beschwert oder ging es? Wir haben sie natürlich beschwert, logisch. Ja, klar, wir logisch. Haben das aber gut abgefedert. Wir haben Mietminderung gemacht und haben ihnen was zukommen lassen oder so. Wir haben das dann, die haben schon gesehen, dass es nicht an uns liegt oder so. Ne? Die haben das auch weggeschmunzelt. Ne? Ja, okay. Und natürlich wissen die meisten, was in Berlin los ist. Und vor allem die Experts wissen das. Ja, und es ist und zu den all den Problemen, die im Moment die Immobilienbranche hat, ist natürlich diese Genehmigungsgeschichte natürlich auch ein großes Thema in den Städten. Ja. Hast du noch eine andere Story am Start oder so? Da gibt es noch viele, viele Storys, aber das war mit Abstand die krasseste. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall mal historisch ein witziger Moment, sagen wir es jetzt mal. Aber gut, dass ihr es gemeistert habt, das Thema, auch wenn es nicht eure Schuld war. Man muss halt einfach als Bauträger die Verantwortung dann tragen und durchziehen und das organisieren, dass es läuft. Ja, wie ist denn deine Sichtweise auf die 3 bis 5 bis 10 Jahresperspektive? Was glaubst du, wie es weitergeht hinsichtlich der Bau- und hinsichtlich der Immobilienbranche? Gut, wir sind jetzt hier auf der MIPIM oder so und es ist mit Abstand die schlechteste MIPIM ever. Ja, ja. Es ist relativ wenig los, es findet keine Transaktionen statt. Man führt Gespräche mit Banken, die Banken können, wollen nicht mehr finanzieren und wenn dann zu Bedingungen, die es Bauträgern nicht möglich macht. Ja. Ich denke, das wird noch ein Weilchen so gehen. Es werden wahrscheinlich noch viele Bauträger dieses nicht überleben. Ja. Und es muss natürlich schnell, also wenn es irgendwelche Gesetzesänderungen gibt oder Zinssenkungen etc., muss es wirklich schnell kommen, weil sonst werden viele Probleme bekommen. Ich denke, das Ganze wird 1-2 Jahre dauern, bis sie das Ganze wieder normalisiert und dann wird es wieder weitergehen, weil der Bedarf ist ja da. Ich meine, wir haben Bauunternehmen, wir haben Entwickler, wir haben extremen Bedarf und diese Faktoren werden den Markt wieder regeln. Ja. Ich schätze in 2 Jahren, wenn es dann länger geht, ist nicht gut. In 2 Jahren wäre es dann mal wieder an der Zeit. Dann haben das wir 4 Jahre eine Delle gehabt und kommen dann aus dem Tal dann wieder raus. Schon ich denke, wir sind gut aufgestellt. Wir haben viele Projekte in der Pipeline, die wir dann, wenn die Faktoren wieder stimmen, angehen können. Ja, es gibt ja auch viele so alternative Ideen, die jetzt auf den Markt kommen, wie so modulares Bauen und so weiter. Seid ihr da offen für sowas oder sagt ihr normales Bauen lieber? Ja, wir sind schon teilmodular. Wir haben einen Großteil, also dieses Mikroapartment-Thema, was wir bearbeiten, haben wir relativ die ganze Möbel, die ganze Installationen, die Bäder, das ist schon alles modular. Okay. Das wird schon alles als kompakter Körper eingebaut. Ja. Okay. Dieses Thema modulares Bauen, wie es jetzt nochmal hochgehypt wird im Moment oder so, hatten wir schon öfters auf dem Tisch, haben es auch kalkuliert, ist nicht unbedingt billiger, ist auch nicht unbedingt schneller. Dieses teilmodulare Bauen, das was wir haben oder so, das ist für unser Produkt das Beste. Ja. Und ich denke, da kann man auch nicht mehr optimieren, da sind wir schon relativ gut in Zeit und Kosten. Und natürlich denken wir über neue Dinge immer nach oder schauen jetzt gerade auf der Messe, was es Neues gibt oder so. Aber so den Heilsbringer, meiner Meinung nach, ist es noch nicht. Ja. Für andere Unternehmen vielleicht oder so, die sind noch nicht so weit wie wir in der Entwicklung. Aber wir haben natürlich jetzt durch 10.000 gebaute Einheiten schon einen enormen Wissensvorsprung und auch einen Entwicklungsvorsprung gegenüber den anderen. Ja, okay. Hört sich gut an. Dann hoffen wir mal, dass die Delle nach 4 Jahren vorbei ist, weil ich glaube, so historisch bedingt, ist es schon eine der längsten wirtschaftlichen Engpässe in der Immobranche, oder? Die Dellen gab es schon immer, das aber so lange und zügig. Ja, gut, es geht. Das Thema ist, wenn es steil hoch geht, es ging jetzt auch 12 Jahre steil hoch, geht es aber wieder steil runter, das war jetzt so. Ja, ja. Aber jetzt muss natürlich, es muss schon was passieren oder so. Die Stimmung hier ist am Boden. Ja, ja. Also die Transaktionen finden nicht mehr statt, die Fonds kaufen nicht mehr ein und wie gesagt, die Banken finanzieren nicht und die Bauträger bauen nicht. Ne? Und das ist natürlich fatal, weil jeder will sein Geschäft machen und das ist hoffentlich
wenn wir dann 2 Jahren uns wieder sehen hier auf der Messe oder so, dass es da über andere Dinge reden können. Ne? Ja, okay. Über positive Sachen. Ne? Vielleicht hast du dann nochmal eine lustige Story am Start. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine erfolgreiche MIPIM. Vielleicht klappt noch irgendwas. Mach's gut, Kai. Viel Erfolg. Dankeschön. Ciao.